gerne aus einem alten Stoffbeutel, was nicht mehr so, entweder nicht mehr praktisch ist oder nicht mehr gut aussieht. Und aus einer nicht mehr so gut in Shape Plastikhülle, also die ist total verknickt und auch nicht so praktisch gewesen, wie man sowas Cooles zaubert. Und zwar so ein Täschchen, wo man immer direkt von außen sieht, was ist in diesem Täschchen. Es geht los! Als erstes definieren wir, was wir übernehmen wollen vom Stoffbeutel. Entweder sagt man, man möchte es lieber ohne Muster, so wie hier, oder man möchte doch ein bisschen von dem Muster haben, damit man sich auch erinnern kann, dass es ein Upcycling war, was ich auch ganz cool finde. Wenn man diese Größe erreichen möchte, also dieses Täschchen hier ist am Ende 20 cm auf 25. Hier, wie die Proportionen sind, das darfst du natürlich auch selber definieren. Hier in dem Fall habe ich oben 14 cm auf 20. Das natürlich ist exklusive Nahtzugabe, das heißt, dann brauche ich hier 14 plus 1 und 1, 16 cm und hier 20 plus 2, 22 cm. Also 22 auf 16 cm. Das möchte ich natürlich hier übertragen und das brauche ich zweimal, einmal für vorne, einmal für hinten. Jetzt habe ich meine Vorder- und Rückseite von dem oberen Bereich. Ich brauche jetzt noch den unteren Bereich, das aus der Klarsichthülle besteht. Und dann mache ich das Gleiche. Ich entscheide natürlich, wie hoch das sein darf. Und wie breit ist natürlich gleich breit wie hier. Und dann messe ich das ab, zeichne es ab und schneide. Hier natürlich nutze ich keine Stoffschere, sondern eine Bastelschere. So, letzter Hinweis. Es kann sein, dass du gerne ein Täschchen nähen möchtest, wo du auch vielleicht den Henkel nochmal verwenden möchtest. Das kannst du natürlich auch machen. Also das könnte ich natürlich hier abschneiden und da dran befestigen. Genau, das ist eine Möglichkeit. Es gibt viele Gestaltmöglichkeiten. Ich hatte auch mal sowas gemacht, wo hier in der Mitte, wo es hier in der Mitte ein Fenster gibt, das geht auch. Da schneidest du auch dann ein größeres Rechteck für die Vorderseite. Rückseite ist komplett, Vorderseite so. Und in der Mitte integrierst du so eine Klarsichtfolie. Da muss man hier das ausschneiden, 1 cm Nahtzugabe dazu geben noch, dran lassen, die Ecken einschneiden, umklappen, reinlegen, bügeln und Klarsichthülle drunter und hier überall dann absteppen. Das ist ein Tick komplizierter als das, aber das geht natürlich auch ganz gut mit ein bisschen Übung. Jetzt starten wir mit dem Nähen und zwar fangen wir da an, wo es am schwierigsten ist, und zwar mit dem Reißverschluss. Das ist in dem Fall das Einzige, was ich jetzt neu habe, wobei das habe ich tatsächlich aus einem Fundus vom Flohmarkt. Aber es ist wirklich wichtig, dass der Reißverschluss dann auch richtig funktioniert. Weißt du, du probierst den, du testest ihn, geht er oder geht er nicht. Lieber jetzt als nach dem Nähen entdecken, dass er nicht geht. Da lieber auf Nummer sicher gehen und vielleicht wirklich einen neuen verwenden. So, weil hier, doch, der geht auch gut. Genau, also hier, so wie hier, werden wir hier versäubern mit einem kleinen Versäuberungsstückchen. Nenne ich das immer. Also hier links und rechts kommt da ein kleines Versäuberungsstück, Stoffstück, und zwar so, das ist ungefähr 4 auf 5 cm. Das falte ich dann so zur Mitte, also die lange Strecke, die 5 cm Strecke, so zur Mitte und dann nochmal durch 2. Dann nehme ich die Seite, die ich nach oben haben möchte später. In dem Fall möchte ich gerne, dass man noch grün sieht. Das ist hier und das kommt dann hier und da. Die Länge muss ich noch prüfen von meinem Reißverschluss, das muss natürlich genau passen. Also als erstes, das kann man so schön drücken oder bügeln,
dann wird hier vorne an dem Reißverschluss noch ein Stückchen abgeschnitten. Der ist mir ein bisschen zu lang. Dafür nehme ich meine Bastelschere. Die habe ich noch irgendwo. Oder wenn man sicher ist, dass man nicht über die Zähnchen schneidet, dann kann man noch die Stoffschere verwenden. Vielleicht dann eher die. Dann ist es kein Problem. Dann muss zwischen Stopper und Rand ungefähr 1 cm noch dranbleiben. Also 1 cm. Dann habe ich das hier noch. Leg das rein. Und hier. Reißverschluss ist ein bisschen offen, das ist einfacher dann. Und dann entweder so oder mit Stecknadeln oder nur richtig schön festhalten. Das darf nicht verrutschen. Unten muss auch mit eingenäht werden hier. Genau, und dann an der Nähmaschine hier knappkantig nähen. Nur in dem Bereich von Reißverschluss, weil das hier und das hier wird noch abgeschnitten. Das ist das Ergebnis. Von hier nach da genäht, knappkantig an der Kante. Auf der Rückseite ist auch eingenäht, wunderbar mit eingefasst. Und jetzt kann ich hier und da etwas wegschneiden. Das brauchen wir dann nicht. Hier auch. Und jetzt muss ich noch die genaue Länge von dem Reißverschluss anpassen. Also nehme ich das Stück Stoff noch hier unten. Es soll am Ende links und rechts noch 1 cm frei sein. Also hier 1 cm und hier 1 cm. Also muss ich hier kürzen. Das markiere ich mir. Das siehst du vielleicht nicht, aber ich habe es hier markiert. Und dann schneide ich mit der Bastelschere. Es ist ein Kunststoffreißverschluss, dann ist es gar kein Problem, da drüber zu schneiden. Mit einem Metallreißverschluss, dann ginge es nicht so easy. Da müsste man mit einer Zange arbeiten. Hier darf ich den Reißverschluss natürlich nicht mehr aufmachen. Der Reißverschluss darf nicht mehr aufgemacht werden, sonst geht der hier kaputt. Den kann ich dann nicht mehr einfädeln, den Zipper. So, aber will ich jetzt aber auch nicht aufmachen. Ich will hier auf der zweiten Seite genau das gleiche machen wie hier. Jetzt ist der Reißverschluss soweit vorbereitet. Der kommt jetzt an dem Täschchen. Also, hier mit der rechten Seite vom Reißverschluss und dem Zipper nach rechts. So. Also rechts auf rechts, hier so, dass links und rechts den einen Zentimeter rausschaut und dann festklammern oder feststecken, das ist ja egal. Dann wird der Reißverschluss-Nähfuß an die Maschine eingesetzt und dann wird hier genäht, hier ungefähr ja, 8 mm vom Rand. Einmal von hier, also von hier, bis nach da. In der Zwischenzeit musst du hier einen kurzen Stopp machen. Die Nadel ist unten im Stoff und dann machst du den Reißverschluss auf und nähst dann hier weiter. Die erste Seite ist geschafft. Jetzt nähen wir die zweite Seite dran. Und zwar einmal hier hochklappen und dann die andere Stoffbeutelseite dran, und zwar schön auf schön an die noch offene Kante vom Reißverschluss. So, hier natürlich auch 1 cm freilassen, hier auch, da auch. Der Reißverschluss kann auch schon zum Teil offen sein. Festklammern. Starten. Hier, also, so wie bei der, so wie auf der anderen Seite. Hier starten. Vor- und zurücknähen. Die Klammern rechtzeitig wegmachen. Los. Und natürlich irgendwann mittendrin stoppen, um den Zipper vorsichtig an der Nadel vorbei zu ziehen. So, jetzt ist der Reißverschluss zu und ich kann jetzt noch zu Ende nähen.
sieht's aus? Weil wir das Täschchen nicht füttern, haben wir alles mit der Zickzackschere geschnitten. Natürlich könnte man auch alle Kanten versäubern. Ich finde, so geht es natürlich am allerschnellsten. Da muss gar nicht mehr versäubert werden. Und bei so einem Täschchen ist es ja auch ziemlich egal, finde ich. Du darfst es natürlich so machen, wie du möchtest. So, Reißverschluss aufmachen. Denn jetzt wird nur noch den unteren Teil dran genäht. Was ich dir noch erzählen wollte, ist, hier habe ich von der Klarsichthülle gleich die untere Kante mitgenutzt. Das muss auch nicht sein. Du kannst auch natürlich hier zwei Folien haben. Das würde natürlich auch gehen. Das ist ja egal eigentlich. Dann entweder ist es mit drin oder du hast da auch eine Naht später. Weil das Material schön rutschig ist, ist es hier wichtig, dass du es entweder in der Nahtzugabe steckst oder diese mit Stecknadeln oder gleich diese Klammer verwendest, die einfach in dem Fall super praktisch sind, weil die dann keine Löcher in die Materialien machen. Und so kann man die so umplatzieren, wie man möchte. Und genau, und dann legst du das so rum in die Maschine. Da kannst du dich ein bisschen... Da kannst du ein bisschen selber probieren. Also hier muss ich das Füßchen nochmal wechseln zum normalen Nähfuß. Du kannst selber ein bisschen, es ist echt ein bisschen maschinenabhängig und materialabhängig, was besser ist, ob das nach unten soll oder nach oben. Meistens, wenn eins von den zwei nicht elastisch ist, dann soll er eher nach oben. Und das, was dehnbarer ist, in dem Fall der Stoff, ist, obwohl es kein dehnbarer Stoff ist, ist er immer noch dehnbarer als Plastik, soll eher nach unten den durch das Greifen hier wird es besser transportiert, als wenn es oben ist. So, jetzt nähe ich das zusammen mit dem Zentimeter Nahtzugabe, was ich eingeplant hatte beim Zuschnitt. Also es verrutscht sehr schnell, da lieber vielleicht nicht super, so schnell nähen, sondern eher ein bisschen langsamer und akkurat. Aber wie gesagt, am Ende wird es ein Täschchen, das ist ja auch. Es muss nicht 100% sitzen, aber damit man auch zufrieden ist, ist es vielleicht besser, man nimmt hier ein bisschen mehr Zeit. So, die eine Seite ist schon geschafft. Und hier würde ich sagen, noch eine Steppnaht hier. Nahtzugabe Richtung Stoff, also beide Nahtzugabe Richtung Stoff. Und hier noch die Steppnaht hinzufügen. Ein bisschen mit einem bisschen längeren Stich, damit es schöner aussieht, zurück und dann, also die Breite, der Abstand zwischen Naht und Naht, also zwischen Kante, Naht und Steppnaht, das darfst du natürlich auch selber entscheiden. Ich mache hier so 6 mm ungefähr. 5-6 mm finde ich gut, dann hält es auch die Nahtzugabe richtig schön in Position. So, hier, richtig fest. Zweite Seite. Und wie komme ich dann bitte daran? Hier an dieser Stelle, wo man steppen soll, dann so. Also es ist zwar hier ein Schlauch, das ist nicht super praktisch, aber das geht schon. Oder du lässt es einfach. Dann lässt du die Steppnaht weg. Das ist ja auch gar nicht schlimm. Das ist eigentlich nur dekorativ. Und wenn du die machen willst, dann musst du so machen. So. Oder auch hier nach oben und die Händen von unten. Dann siehst du auch noch, was passiert. Also, ich sehe von hier, wo ich bin, du nicht, aber so. Verstehst du? So, entweder so hier von oben oder hier durch gucken. Das geht auch. Immer den Rest wirklich weghalten. Weg von der Nadel natürlich. Dass das nicht mit eingenäht wird. So, vor, zurück. So, und dann rausziehen. So, dann sind beide Seiten abgesteppt. Dran und abgesteppt. Nur noch hier schließen. Hier schließen und wenden durch die Öffnung. Ist schon fertig. Eine letzte Information. Beim Schließen achte ich drauf, hier an der Seite, dass die zwei Nähte aufeinander kommen. Und
Ich habe tatsächlich in meiner Nähmaschine die ganz normale Nähnadel. Obwohl ich hier irgendwann, oder obwohl wir die ganze Zeit auch Plastik mit einnähen. Es kann sein, dass die Nadel dadurch ein bisschen, ja, angeraut wird oder nicht, irgendwann nicht mehr so stumpf ist. Es ist ja nicht so schlimm. Die kann man einfach wechseln, ne? Also es ist ja nicht schlimm. Du musst jetzt nicht extra eine andere Nadel dafür verwenden, außer du hast eine ganz besondere deiner Maschine. Das weiß ich ja nicht. Aber was sollte für eine Nadel sein? Aber nimm die Nadel, die du hast. Eine 80er Dicke ist ganz gut. Und hier natürlich, hier unten, wenn es nur Plastik ist, transportiert es nicht mehr so schön. Da muss man ein bisschen mitschieben, mitziehen. Natürlich nicht so arg ziehen, aber ein bisschen. Und dann geht es ganz gut. So, und am Ende vernähen natürlich. Was ich dir noch empfehle, ist, die Stichlänge darf nicht zu kurz sein, sonst sind die Stiche so knapp, dass es schnell reißt, das Plastik. Also eher lange Stiche. Ich habe jetzt 3,5 eingestellt. Das funktioniert ganz gut. So, dann kann ich noch alle restliche Fäden abschneiden und dann das Täschchen wenden. Und das war's dann auch. Ja, knister, knister. Tada! Voll cool, finde ich. Mit der Erinnerung an dem Stoffbeutel, was es war. Und hier schön durchsichtig. Und oben ein Reißverschluss. Fertig zu befüllen. Viel Spaß beim Nachmachen wünsche ich dir.